Schlaf gut. Gute Nacht Geschichten für Kinder. Die Schutzbrille. Ben war in seinem Zimmer und hörte im Flur jemanden kichern. Er öffnete die Tür und sah seine Schwester Bea, die eine Schutzbrille trug. »Warum hast du meine Schutzbrille auf?« fragte Ben. »Zur Sicherheit«, erklärte Bea grinsend und drückte eine Zitronenhälfte über einem Teller mit Pfannkuchen aus, den sie ihrem Bruder brachte. Der Saft spritzte in alle Richtungen. »Ihhh«, rief Ben, als er etwas Zitronensaft ins Gesicht bekam. »Siehst du«, kicherte Bea, »deshalb brauche ich eine Schutzbrille.« Dir gefallen meine Geschichten? Dann abonniere meinen Kanal.